das erste Mal gesehen, wie er in der Schule da war beim Interview. Beim Interview hat er erzählt über seine ehrenamtliche Tätigkeit und dass er sich auch sehr dafür interessiert, andere, also Kindern zu helfen. Im Messius, sein Verein, hilft armen Kindern und der Bauschulen, dass sie eine Ausbildung und Bildung bekommen. Wie sein Name bereits verrät, kommt er ursprünglich aus Irland. Children of the Mountain ist eine Organisation, die nicht nur in Österreich, sondern vor allem auch in Großbritannien, Nepal und Indien vertreten ist. Brians Bruder John Matthews startete dieses Projekt vor 10 Jahren. Das Hauptziel dieses Projekts liegt darin, armen Kindern die Möglichkeit zur Ausbildung und Bildung zu geben. Ebenso werden Schulgebäude erbaut. Children of the Mountain spezialisierte sich vor rund 5 Jahren auf den Bildungssektor. Sein Team, das aus Kollegen, Sozialarbeitern und viel mehr besteht, hat bereits über 30 Schulen erbaut und damit 2000 Kindern eine Ausbildung ermöglicht. Children of the Mountain finanziert sich durch Spenden, die gesammelt werden. Die ersten Helfer für diese Organisation waren aus Weinburg und Frankenfels. Herr Matthews besitzt ein sehr großes Selbstbewusstsein, ist ehrgeizig, zielstrebig und extrovertiert. Deshalb macht es ihm auch Spaß, etwas für arme Menschen zu bewirken. In den 10 Wochenstunden, die er in sein Ehrenamt investiert, organisiert er Reisen in den entsprechenden Ländern und informiert andere Menschen über das Projekt. Es ist schwierig, alles zu organisieren, da nicht Unmengen an Geld vorhanden sind. Außergewöhnlich ist auch, dass er so viel gleichzeitig managen kann. Schließlich muss er seine Familie, seinen Beruf, sein Studium sowie seine ehrenamtliche Tätigkeit unter einen Hut bringen. Er muss dadurch sehr viel Freizeit opfern. Aus diesem Grund ist Herr Matthews für uns ein außergewöhnlicher Mensch. Wir bauen nicht nur Schulen, wir bauen Zukunft, von Brian Matthews. Bye.